spannende Minispiele gegen Meister Porky. Okay. Sieht aus, als würde die Sache langsam heiß werden. Wow. Wir müssen eine gerade Strecke gegen ihn laufen. Das nächste ist das lila Brückenrennenspiel. Ihr startet beide von einer lila Brücke zur selben Zeit und der, der als erstes die andere Seite erreicht, gewinnt. Habt ihr die Regeln verstanden? Wird indulge and divulge. Keine Ahnung. Seid mal wieder Nachsicht und keine Ahnung. Perhaps the former would be the one to focus on if you catch my drift. Do you understand? Yes. Okay, when you're ready to position, okay. Your flies open. XYZ. Du bist zu viel männlicher. Ja, der Hose ist offen. Ich weiß nicht warum, aber das sieht ziemlich dumm aus. Ja. Ich meine, du bist ein Erwachsener und läufst mit einem Haufen Kinder durch die Gegend. Das ist echt dumm. Ist echt, was wir tun sollen? Ja, komm, los geht's. Get set, go. Ich will euch mal zeigen, was passiert, wenn ihr zu schnell seid und gewinnt. Ja, ja. Go. Go, go, go. La 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 la. Erster! Master Lukas! Was ist hier? Way, rush, 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 rush. Ja, wir müssen das Spiel einfach nur machen. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Das ist, wenn ihr beginnt, okay? Okay, auf die Plätze, fertig, los. Los, los. Mach mal hin, ey. Ah, das war knapp. Das war echt knapp. Ich habe gedacht, ich hätte gewonnen. Meister Mini Porky. Du hast mit deiner Nasenlänge gewonnen. Ja, wahrhaft. Wunderbares Rennen. Das war das Rennen des Jahrhunderts. Nun zum dritten und letzten Spiel. Wow. Hurra. Aber sehr schöne, beruhigende Fahrstuhlmusik. Und immer dasselbe. Aber sieht sehr nett aus hier. Nun, wir sind jetzt beim finalen Spiel. Bitte kommt hier entlang. Oh, das Pumpespiel. Das Finalspiel ist To Warm Goes to, goes to Boom. Zu welchem geht das Boom? Okay, hier ist eine schnelle Beschreibung der Regeln. Benutze deinen mentalen A-Button, um Luft in den Ballon zum Pumpen, bis er BOOM explodiert. Und bei dem der Ballon als erstes explodiert, der gewinnt. Ja, ja, wir haben die Regeln verstanden. Please go to your position. Okay, was steht hier? Your fly isn't open. Don't worry about it. Ha! Das ist übrigens Newport City. Now then, I'm tripling the points for this final game. This means you have a very good chance of coming from behind to win at all, Master Lukas. Please try your very best. Okay, und auf die Plätze, fertig, los. Verdammt, ich hab verloren. Du bist so jung und du hast so viel erreicht. Ja, du passt zu Meister Porky. Nun dann,
Go and pay Master Porkio. Hier, ein wunderbarer. Wir sollen ihn besuchen kommen. Hey, und diesmal ist es ein roter Teppich mit goldenen Treppen. Sieht doch wunderschön aus. Oh, wir können saven. Warte. Bevor wir saven können, können wir uns hier ausruhen. Haha, das ist nämlich das, was wir brauchen. Und dann können wir es helfen. Wie viele Frösche allein in diesem Turm hier stehen. Ja, genau. Please be careful out there. Lucas, welcome to my room. This is the real 100th floor and you wanted to come to oh so badly. Again, I welcome you, my beloved, detestable pest. I was the only one who invited you here, so you're free to come inside if you wish. It's just, I've given orders to let no one enter my room through that little detector you see right there. Who knows, maybe this is where we'll say goodbye, even though I invited you here. Alright, let's turn it on. Say hello to the natural killer cyborg. The natural killer cyborg suddenly attacked. Kann er PSI attacken? Ich weiß es nicht mehr. Da. Machen wir erstmal Defense ab. Bitte Defense ab, richtig. Du machst Offense Down Alpha, du machst Scary Mask und du machst einen Shield Snatcher. Oh, er hatte kein Schild. Boom! Angriff sinkt um 46, das ist viel. Angriff sinkt nochmal um 23. Und die Defensive erhöht sich bei unserer Party um 26, 29, 30 und 27. Sonst greift er erst an. Healing Omega. Offense Down. Scary Mask muss an. Okay, und bei diesem Rhythmus ist es wirklich sehr schwer, muss ich Ali recht geben. Es ist sehr schwierig, hier ihn ja irgendwie einzuschätzen. Ja, das dann so jetzt gut. Keine Sorge, Lukas. Und BAM! Defense ab, bitte wieder für die gesamte Party. Und Defense down bei dir und Tickle Stick und. Ne, man kennt's ja. Zack, runter mit der Defensive. Während meine Party wieder ein bisschen bessere Defensivwerte bekommen soll. Dann gebe ich denen gleich noch ein Schild in der Hand. Ja, komm, Franklin Badge. So, machen wir mal jetzt den Schild, ne? Tickle, tickle, tickle. Okay, funktioniert nicht mehr. Und ein Schild. Konter. Mach doch einen Konter. Offense ab, Omega. Life up Beta und Shield Snatcher.
Zack, und dein Konter ist weg. So, jetzt gleich wird hier die Party abgehen. Dann macht hier gleich Lukas Party hart. Boah, Offensive wurde um 40 erhöht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Soll ich... Paralyze, das probiere ich einfach mal. Und klappt's? Ne. Da 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 da. Das wird gleich schmerzhaft. Okay. Jetzt hau ich einen raus. PK Jessin Omega. Ich zeige euch PK Ground. Das Ding will nicht umsonst 43 pp. Ja, dann brennen Gaffen an. PK Ground. So, 214 am Tag. Zack, zack. So, PK Jessin noch dazu. Ja. Boom. Kein Problem, Level Omega, PK Ground und ihr haut drauf. Du wolltest es so, kleines Schweinchen. Und PK Jessin Omega 50. PK Ground und... Bams! PK Jessin! Boom! Electric Shock Attack. Ja, bitteres Ende. Sehr bitteres Ende. Ah, das ist traurig für ihn. Das ist die Startmusik von... Earthbound Zero. Allgemein kommen wir jetzt, glaube ich, in so einen Retro-Raum. Hat er überhaupt ein Ende? Sieht so aus, als würden wir auf der Stelle laufen, ne? Oh, wir liefen nicht auf der Stelle. Es war einfach nur ein sehr langer Raum. Das ist jetzt Musik aus... Earthbound. Also das mit Ness. Und wir fahren jetzt an sehr vielen Sachen aus dem Spiel vorbei, aber ich kenne die halt nur... Ich kenne das nur so vom Sehen. Selber gespielt habe ich das. Ich habe das mal ein bisschen angespielt, mal ein paar Stellen gespielt daraus. Aber ich habe es nie wirklich durchgespielt. Jetzt werde ich aber das auch noch blind let's playen. Fakt ist, Pokey hat sehr viele Sachen aus der Vergangenheit mitgenommen. Deswegen kann es auch gut möglich sein, dass er wirklich auch Lukas mitgenommen hat. Ness meine ich. Aber dann an der Gehirnwäschestation. Es kann sein, dass Ness einer der Pickmasks ist. Demnach müsste er aber gewonnen haben. Ich frage natürlich, wie Saturn Valley auf beide Inseln kam. Schließlich ist Saturn Valley ein Ort, den es auch beim anderen, bei Lukas gab.
Ich glaube, davon ein Remix war bei Super Smash Bros. Melee. Revitalisieren. Okay, was ist hier drin? Pencil Reza. Yay! Okay, im nächsten Part geht's dann weiter.